jetzt bin ich eigentlich versorgt. Und er kann deswegen direkt weitermachen mit Terranigma. Wir sind im Schloss Toronia. Genau. Ja, okay. Falls ihr... Achso, nee, Moment. Wir brauchen noch Sound. Sound wäre super. Yay. Ein bisschen Sound muss sein. Dann ist die Welt voll Sonnenschein. Nicht wahr, mein kleiner Schnupskater? Schnups, 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 schnups. So, Schnupskater. Der schöne Schnupskater. So, ja, das Ganze hier könnte jetzt ganz witzig werden, weil ich nebenbei... Oh Gott, ich ziehe 3 ab. 4, 3, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ja, wir kommen nicht drum rum. Ich werde jetzt nebenbei leveln müssen. Tut mir fast schon in der Seele weh, aber wir werden da nicht drum rumkommen. Und das bedeutet ganz einfach, dass ihr euch über Gott und die Welt im Chat unterhalten könnt. Also im Endeffekt könnt ihr genau dasselbe machen wie die ganze Zeit vorher auch schon. Nur wird jetzt leider auf dem Spielebildschirm nicht sonderlich viel Spannendes passieren für eine kleine Weile. Weil ich jetzt erstmal, erstmal eine halbe Stunde brauche, um einen von diesen dämlichen Chaosrittern kaputt zu bekommen. Dab-di-dab-dab. Ja, Chat-Themen haben mir gefallen. Also Chat-Themen, ihr könnt euch über so viele Dinge im Chat unterhalten. Das ist mir, also, ich finde das total toll, was ihr im Chat da veranstaltet. Ist super. So. Bups, bups, bups. Aber das mit der Musik scheint echt zu ziehen. Ich glaube fast, war ja auch mal mein Traum oder meine Idee oder was auch immer, tatsächlich sowas mehr oder weniger Streammäßiges regelmäßiger zu machen. Allerdings mit einer gewissen kleinen Abwandlung, sondern mehr so eine Art Live-Podcast. Und dazwischen halt immer so ein bisschen Musik zur Auflockerung spielen oder so. Im Endeffekt fast sowas wie eine eigene Radioshow. Ja. Keine Ahnung, ob sowas ankommen würde oder nicht. Für den Feierabend stelle ich mir das aber eigentlich ganz nett vor. Wenn man das einfach so nebenbei so ein bisschen laufen lassen könnte. Und man lässt sich so berieseln von einem komischen Typen, der nebenbei vielleicht irgendwie Videospiele spielt oder so. Belanglose Videospiele vielleicht. Und dann nebenbei noch ein bisschen Musik laufen lässt oder so, irgendwie sowas in der Art. Das wäre lustig. Ja. Irgendwie. So. Muss man nicht teilen. Ich glaube, das ist eine ganz schlechte Idee, wenn ich mich mit den Chaosrittern anlege. Weil, bis ich die platt bekomme, da vergeht eine halbe Weile. Wir machen das lieber so, dass ich hier ein bisschen hin und her laufe. Also die Skelettkrieger kriege ich ja mehr oder weniger ohne Probleme platt. Und die komische Spinne auch. Und von beiden dürfte ich verhältnismäßig viele Erfahrungspunkte bekommen. Ja, und nebenbei dann eben hier noch die Fledermäuse und so weiter. Das passt. Dann rennen wir hier erstmal die ganze Zeit ein bisschen auf und ab. Sammeln nebenbei noch das Geld ein, wobei ich gar nicht so richtig weiß, wofür. Aber egal. Und dann müssten wir ja irgendwann zumindest mal Level 20 sein. Und dann können wir bei den komischen Chaosrittern nochmal gucken, wie viel wir denen mittlerweile abziehen. Und ob es dann Sinn ergibt, weiter hier voranzuschreiten. Was zum Teufel? Ein Schlag und die Fledermaus war immer noch nicht platt. Ja. Ob es dann Sinn ergibt, weiter voranzuschreiten oder ob ich hier noch ein bisschen weitermachen muss. Aber ich glaube, mit Level 20 sähe die Sache schon mal ein bisschen rosiger aus. Rosi, rosi, rosig. So sähe die Sache aus. Yay, Chaka greift an. Chaka, wir schaffen das. Chaka ist verhältnismäßig stark. Chaka kann Netze verschießen. Chaka macht mir wenig Spaß. Oh oh. Das wird noch sehr lustig. Ja. Und wir haben bald Mitternacht. Das heißt, alle, die wirklich unter Umständen morgen früh aus den Federn müssen oder so, die sollten es sich so ein ganz klein bisschen überlegen, ob sie tatsächlich mir hier weiter dabei zugucken wollen, wie ich ein Klassiker aus dem Jahre 1996 weiterspiele und vielleicht sogar durchspiele. Oh, Level 20 erreicht, cool. KP steigt um 11, bla. Ja, ob sie das weiter über sich ergehen lassen wollen. Oder ob sie sich dann nicht doch denken, irgendwie wäre es in meinem Bettchen ja jetzt doch ganz gemütlich.
so. Ein ganz, ganz kleines wenig. Ein bisschen zumindest, ja. Also ich bin niemandem böse. Ferien, ja. Ferien, ja. Wir sind kleine Schüler, la. Wir gehen noch gern zur Schule, na. Und wir haben Zeit und Ferien und so weiter und so fort. Und deswegen... Ja, um 6.45 Uhr. Was? Du musst tatsächlich um 6.45 Uhr morgen aufstehen? 23. Das klingt doch schon mal ein bisschen viel erfolgsversprechender als 2, 3 oder sonst was. Ne? Also ich finde, das war jetzt eindeutig besser. Gut. Dann können wir uns jetzt mal ein bisschen vorantrauen hier. Und tatsächlich Toronia erkunden. Dann nehmen wir nebenbei alle Gegner mit, die es gibt. Und dann, ja, werden wir hoffentlich Level 21, wenn wir Glück haben, Level 22 haben. Und danach werde ich nochmal eine Levelrunde machen, bevor wir zum Endgegner gehen. Da brauche ich Level 24. Die Augen der Menschen wurden herausgeschnitten. Verdammt, gespenstisch. Das fand ich damals wirklich unheimlich übrigens. Ja. Das Schloss generell fand ich unheimlich. Ach so. Essenspause-Einblendung. Ihr könnt mir auch mal Bescheid sagen, dass das Ding noch da ist. So. Verdammt nochmal. Ihr seid gemein. Lasst mich total im Stich. Also was denke ich doch nicht. Haben wir doch. Ja, schön. Etwa 100 Mal. Ja, ich kann doch nicht alles. Ich habe noch Essenspause. Ja, jetzt weiß ich wenigstens, was ihr meint. Ihr seid doch... Du liest uns einfach nicht. Ihr seid doch scheiße. Meine Fresse. Ich versuche euch hier ein hochprofessionelles Programm zu bieten und dann so eine, ja, so eine Gülle. Lalala. Typisch ist das. Absolut typisch. Ja, gefühlte 200 Mal. Haben wir doch. Bist du selber schuld, Ich muss nebenbei noch spielen, falls es irgendjemandem aufgefallen ist. Wahrscheinlich wäre es total egal. Wenn ich jetzt aufhören würde zu spielen, wäre es auch egal. Aber ich will das. So, ich will das für mich. Außerdem habe ich dann was nebenbei zu tun. Während ihr labert. Du bist so gemein, wir haben es schon gesagt. Ja, jetzt bin ich gemein auf einmal, ist klar. Man kann auch alles rumdrehen, so wie man will. Ne? Ja, ich muss es wissen, weil ich bin Meister darin. So. Sagt ja jetzt nichts mehr zu, ne? Weiß noch irgendjemand, wann die Königssöhne, sprich in welchem Jahr, die gestorben sind? Ich weiß... doch, eigentlich weiß ich es noch. Ich bin mir relativ sicher, wann sie gestorben sind. Deswegen müsste ich das Rätsel nachher eigentlich auch lösen können. Denke ich mir zumindest mal... Chaka greift an. Chaka, wir schaffen das. Chaka. Au. Wesker liegt immer noch auf der Couch? Nein. Er hat sich zwischenzeitlich bewegt. Er hat gegessen. Er hat woanders geschlafen. Er hat es sich gut gehen lassen. Wesker geht's echt gut. Ende ist noch nicht in Sicht? Doch, natürlich ist ein Ende in Sicht. Das Spiel hat ja ein Ende. Wenn ich sagen würde, ich mache einen Minecraft-Speedrun. Oder einen Animal Crossing-Speedrun. Also dann würde ich mir an eurer Stelle Gedanken machen. Weil dann sitzen wir wirklich noch bis... Ja. Solange hier, bis mein Urlaub vorbei ist oder so. Aber nö. Bap. Hui. Bäh. Hui. Was? Zum Teufel? Warum war der auf einmal so hartnäckig? Ich bin eine ruhelose Seele. Verflucht seist du. Was? Nein. Ich bin eine ruhelose Seele. Nimm mich mit. Soll ich? Ja, hab Dank. Okay. Wie schnell man seine Meinung ändern kann. Eben noch sollte ich verflucht werden und jetzt sowas. Bam. Kannst bitte mal draufgehen. Danke. Animal Crossing Speedrun. 5 Tage später finden wir uns alle verhungert und verdurstet vor den PCs. Ja. Hey, wir machen zwischendrin Pausen und so. Also, ich finde, ich mache das einigermaßen echt gesittet. Also, ich könnte es viel schlimmer machen.
Nämlich ohne Pausen komplett durchziehen. Aber dann würde ich sterben und, was, ja, keine Ahnung. Der erste LPer, der seinen Tod live auf Webcam hat. Und die Zuschauer, ja, sie wussten Bescheid, aber sie wollten, dass er weitermacht. So oder so ähnlich. Ui! 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 Na, ja, warum rutschst du aus? Ach, du bist ein... Du bist ein dummer Kleiner. Du bist ein Held. Ja. Du bist ein Held. Ich könnte übrigens mal eine Götterknolle gebrauchen. Oh, was für ein Zufall. Zum Glück habe ich mir ein paar gekauft. Achso, das war eher darauf bezogen, dass ich mein Essen vor lauter Chat vergessen habe. Also, ich... Hab ja gegessen. Speed erhält Kraftelixier. Und es hat vorzüglich gemundet. Ich zock, by the way, gerade was? Minish Cap am Emulator auf meinem Smartphone. Ja, ja. Nefi sagt gerne, dass sie ein Smartphone hat. Glaube ich. Habe ich so einen Eindruck. Sie twittert zumindest sowas ganz gerne. Wer spielt noch jeden Tag Animal Crossing New Leaf? Wie gesagt, ich habe vor 2 oder 3 Wochen mittlerweile damit aufgehört. Eigentlich seit Anfang August. Doch, das erste Augustwochenende habe ich noch mitgenommen. Aber danach war bei mir Schicht. Nicht mehr so großartig aus Absicht heraus oder so, sondern dann, ja, in der Woche drauf hatte ich relativ viel zu arbeiten. Und dann hatte ich abends keine Lust mehr drauf zu spielen. Und dann hat sich das so ergeben. Und dann ist es halt so blöd. Dann weiß man eben genau, oh Gott, jetzt habe ich ein paar Tage verpasst und so vieles... um das ich mich kümmern müsste und ja. Irgendwie fühlt man sich dann doof. Es ist wirklich ein Spiel, was man eigentlich jeden Tag spielen müsste. Eigentlich. Hat unheimliches Suchtpotenzial. So. Hier hinten finde ich jetzt glücklicherweise meine neue Rüstung. Damit sollte ich jetzt auch mal wieder ein bisschen mehr aushalten. Platin-Rüstung. Jo. Passt. Zack. Klingt auch ganz töfte, wenn ich das mal sagen darf. Platin-Rüstung. War ja ansonsten nix. Nö, ansonsten war hier nichts. Ist ja komisch. Ne, dann war der Weg nach draußen woanders. Na gut. Na gut. Sehe ich ein, nehme ich hin, können wir so machen. Chippy diskutiert mit mir über österreichische Politik. Achso, schön. Kann man ja auch mal machen, so. Um Mitternacht. Mein Körper! Mein Körper! Mit einem Schrei fährt die Seele in ihren Körper. So. Und jetzt habe ich wieder einen Körper und jetzt gibst du mir Stoff. Nein, ich gebe dir keinen Stoff. Ich verkaufe ihn dir nicht. Nee, du bist doof. Geh weg. Dir verkaufe ich ganz bestimmt nichts. Du bist tot. Als Drogendealer, er hat Speed. Ja. Halle. Die Halle der Weisheit. Ich finde es erstaunlich, dass ich diesen Zwischengegner jetzt auch mit Level 20 so gut hinbekommen habe. Welchen Level hatte ich denn damals? Mit LP? Dürfte auch so Level 21, Level 22 rum gewesen sein oder irgendwie sowas in der Art. Hm. Wow, wie viel hält's denn aus? Wow. Ist viel zu dramatisch dann die Musik eben bei diesem Zwischengegner. Die normale Bossmusik ist, sollte da eigentlich nicht kommen, weil dafür hat er eindeutig zu wenig drauf. Aber na gut, das ist wohl eine Sache, die die Entwickler nicht mehr fixen werden. Ein Drogendealer, der so heißt wie eine Droge. Ja. Da, bei mir ist halt der Name Programm, ist ganz einfach. Au. Es gab mal in der Formel 1 einen Rennfahrer, der hieß Scott Speed. Es war
war auch sehr passend, fand ich. Leider relativ erfolglos unterwegs, aber naja, dafür konnte er nichts. Er saß halt nicht im richtigen Auto. Speed erhält Turmschlüssel. Das hier ist doch fast so gut wie die Gamescom. Zumindest dauert mein Programm länger. Speed erhält Eispickel. Aber ich fange nicht gar so früh am Morgen an. Das ist so, ja. Seht das hier Ganze hier vielleicht schon mal so als kleine Aftershow-Party oder so. Ja, ja, ja. Hm. Eispickel macht Spaß. Uff. Wo führte der Weg nochmal hin? Ich weiß es nicht mehr. War das hier mit dem Zahlenrätsel? Tatsächlich. Speed, schau dir das hier schnell an. Was ist das für ein merkwürdiger Mechanismus? Vielleicht dreht es sich, wenn man... und so weiter. Gegen die Wand schieben. Das hat mich damals auch aufgehalten, weil ich keine Ahnung hatte, was er damit meint. Das ist so total logisch. Gegen die Wand schieben. Muss man natürlich oben drücken, damit sich hier unten was tut. Ein mechanischer Ton erklang. Coole Sache. Es war natürlich das Jahr 286, in dem die Königssöhne gestorben sind. Was mit Kubica? Was? Wie? Wo? Ja, der Scott Speed. Da ist der Kubica ja in sein Auto reingefahren, als er seinen Kanada-Unfall hatte. War das Scott Speed? Das weiß ich nicht mehr. Aber ging ja alles glimpflich aus. Also, von daher. Ja gut, es sah spektakulär aus. Sicherlich. Das war echt, wow. Aber, mein Gott. Ist halt Formel 1, ne? Hohe Geschwindigkeit und so weiter, da können echt dumme Dinge passieren. Und wenn man es nüchtern betrachtet, ist in letzter Zeit ja eigentlich relativ glimpflich ausgegangen. Zumindest für die Fahrer immer. Der Opal lag in der Asche der Feuerstelle. Speed erhält den Opal. Hier war es kalt? Wo war es kalt? Wenn es hier mal kalt wäre. Meine Wohnung kühlt überhaupt nicht ab. Das ist so schrecklich. Dabei ist es gar nicht mehr so schlimm. Okay, zugegebenermaßen. War schon mal schlimmer mit den Temperaturen, aber trotzdem. Könnte langsam aber sicher doch noch ein bisschen angenehmer werden. Wobei es nachts ja mittlerweile so ein bisschen geht. Nachher werde ich auch sicherlich nochmal Fenster aufreißen, damit hier ein bisschen Frischluft reinkommt. Aber ansonsten... Der Sommer dauert mir ein bisschen zu lange. Aber nur mir persönlich. Turmschlüssel, bitte erscheine in meiner Hand und öffne für mich dieses Schloss. Das wäre sehr nett von dir. Speed benutzt den Turmschlüssel. In einer unfassbaren Geschwindigkeit. So. Hui. 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 Level 21, bitteschön. Das wäre sehr nett. Ich glaube, da können wir noch lange warten. Ei, 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 ei. Das ist so eine Stelle, die einem echt die Suppe verhageln kann. Suppe verhageln vor allem. Alternative oder andere Lösungsweg, wie man die Hades-Hexe mit einem vergleichbaren, niedrigeren Level schaffen könnte, wäre der Atomring. Das ist so ziemlich eine der einzigen Stellen, wo Zauber mal Sinn ergeben. Ich glaube, das hatte ich damals auch im LP gesagt, vielleicht sogar gezeigt. Der Atomring verursacht bei ihr relativ viel Schaden. Ich weiß nur nicht, ob ich mir irgendwo hier einen Atomring kaufen könnte.
Weil Ahola hat meines Wissens nach zu diesem Zeitpunkt keinen Magieshop. Und Loa könnte einen Magieshop haben, aber ich weiß nicht, ob die in dem Stadium, in dem sie sich befinden, Atomringe besitzen. Aber da ich sowieso nach der Hexe irgendwann leveln müsste, um spätestens den letzten, also nächsten Gegner zu schaffen, also kann ich auch gleich leveln. Es läuft immer auf dasselbe hinaus. Ich zögere das Blöde nur, naja, hinaus. Ich habe den Sachsen das Angeln beigebracht. Seitdem heißen sie Angelsachsen. Ja, ja. Genau. Hering, wovor hast du die meiste Angst? Dass ihr alle jetzt abhaut. Alle auf einmal. Weil das echt gruselig wäre. Bingo, ich werde dich, damit du vom Fleck kommst. 3, 2, 1, los. Der Topaz sitzt im Auge der Schlangenskulptur. Speed erhält den Topaz. Ihr seid gemein. Nur mal so. Aber ist egal. Passt schon. Ich würde es nicht mal merken, weil ich hier keine Zuschaueranzeige habe. Seltsamerweise zeigt mir Twitch die ganze Zeit an, dass ich 0 Zuschauer hätte. Hering, warum schaust du so komisch? Weiß ich nicht. Verflucht, verschlossen. Speed benutzt den Turmschlüssel, weil ich so aussehe oder so. Keine Ahnung. Bap. Kannst du bitte mal aufhören, deinen dämlichen Knochen zu spammen? Das hat schon ein bisschen was von Serious Sam, wenn man sich das jetzt mal so genauer vor Augen führt. Diese verdammten Knochenfutzis. Grausam, grausam, wenn ich daran denke. Bap. So, warum gehe ich jetzt nochmal hier hin? Ach ja, hier war irgendwo ein Schlangenkopf oder so. Wo wir ganz tief mit unserem Arm reinfassen mussten. Wo wir dann etwas Unglaubliches aktivieren konnten. Wir sind übrigens fast durch mit dem Schloss. Nur mal so. Deswegen finde ich es umso unerfreulicher, dass ich immer noch Level 20 bin. Dabei klöpple ich doch schon fleißig die Monster. Was soll ich noch machen? Bam. Bam. Kapuz, ja. Kapilz. Weiß nicht, so ein Pokémon oder so. Übrigens ist es ein 36 Zuschauer. Ach, das ist nett. 36 fischige, unglaublich tolle Menschen, die irgendwie nicht schlafen können. So. Hat diese Statue nicht irgendwas im Mund? Sieht ziemlich bissig aus. Hand reinstecken. Hey, ist doch ganz egal. Ein oder zwei Arme. Scheiß drauf. So. Hast du Borderlands 2? Ja, habe ich. Für die PlayStation 3. Hab ich ein bisschen mit Trizer gezockt und das war ganz lustig. Auch wenn ich mich für Borderlands nicht gar so sehr begeistern kann wie seine Wenigkeit. Denn ich finde Borderlands ziemlich... Ja, ich weiß gar nicht, was mein Problem mit Borderlands ist. Irgendwie... Ich mag es einfach nicht so richtig. Keine Ahnung, ich kann es nicht richtig beschreiben. Werde nicht warm mit dem Spiel, könnte man so sagen. Speed benutzt die Götterknolle. 150 Kraftpunkte erhalten. Wuhu. Yay, in 6 Stunden aufstehen. Yay, in 6 Stunden werde ich vielleicht mit dem Spiel hier durch sein. Ich weiß ja nicht. Ich merke mittlerweile, dass ich mir doch ziemlich viel vorgenommen habe. So, für absolut unvorbereitet an die Sache rangehen und einfach mal so etwas ähnliches wie ein Terranigma-Speedrun machen. Das war echt eine lustige Idee. Definitiv das letzte Mal, dass ich so eine Idee hatte. So.
Morgen dann Final Fantasy Blind Speedrun. Yeah, wir zocken alle Teile an einem Tag durch. An einem Stück. Ja. Level 21 erreicht. Yay, KP steigt um 13. Ich muss danach auch noch all seine heutigen Videos gucken. Ja, ja. Heutige Videos und so. War eigentlich eine doofe Idee. Also, beziehungsweise macht man, glaube ich, nicht so. Gleichzeitig streamen und dann noch Videos freigeben. Hat ein bisschen was von Übersättigung. Vor allem Blind Speedrun. Ja, ja, klar. Also wenn schon, denn schon, ne? Da muss ja... Ich finde, das sollte eine ganz eigene Kategorie werden. Blind Speedrun oder so. Also versuchen halt gleich im ersten Durchgang so schnell wie möglich durchs Spiel durchzukommen. Wäre bestimmt lustig, weil da würden die irrwitzigsten Zeiten bei herauskommen. Weil da müssten die Unterschiede zwischen den einzelnen Teilnehmern ja auch ziemlich groß sein teilweise. Manche kommen ja mit der Situation besser klar, andere wiederum mit einer anderen. Wenn es um Final Fantasy geht, würde ich auch das durchhalten. Ja, du Maxi, du würdest das bestimmt durchhalten, aber ich würde das wahrscheinlich nicht durchhalten. Glaube ich. Glaube ich. Ach, Pikachu muss morgen zur Schule, oder was? Alle 17 Zelda-Spiele, nein. Also wenn du zur Schule musst, dann würde ich langsam an deiner Stelle tatsächlich überlegen. Ob du nicht und, ne? Weil ich glaube, es ist momentan noch so eine doofe Zeit. Sommerferien sind gerade mehr oder weniger vorbei. Und da könnte man, ja, da verlangen die dann plötzlich wieder was von einem. Das ist immer so eine, das war immer so ein Scheißgefühl, nicht? Ich mochte das ja nie so. Dieser Erwartungsdruck, der dann auf einmal bestand. Morgen ist Skyward Sword Speedrun, ja genau. Ihr mich auch. Ihr mich auch. Gut, ein Juwel hat uns noch gefehlt. Nämlich... Hopsala. Nämlich das hier. Nämlich das hier unten. Ja, geht doch. Speed erhält Rubin. Und dann kann der Käfer anders heißen. Nee, Sydney. Ich werde nie wieder Skyward Sword spielen können, ohne an dich denken zu müssen. Aber das wird nicht hinhauen. Speed erhält Götterknolle. Speed freut sich wie ein Schneekönig. Ja, ich habe jetzt alle 4 Steinchen. Gut, jetzt geht es nur noch darum, Erfahrung zu sammeln. Bis Level 24. Schön. Gut. Wir machen es jetzt so, wie ich es früher immer gemacht habe. Wow. Wohin? Ja. Ich habe die Spinne weggeglitscht. Das sah sehr seltsam aus, aber egal. Ja, so wie ich es früher immer gemacht habe. Sprich, immer Bibliothek rein, raus, rein, raus, rein, raus. Und nebenbei das ganze Gold noch einsammeln. Boink. Obwohl es eigentlich sinnvoller wäre, das Gold eben nicht einzusammeln. Weil dann würde das Ganze wenigstens noch ein bisschen schneller gehen. Aber das Blöde ist, dass ich... Ja. Ach komm, okay, ja. Go, go, go. Das ist kein Spielstand, bei dem ich irgendwas beweisen muss oder so. Es geht jetzt einzig und allein wirklich nur darum, irgendwie hier durchzukommen. So. Hi, Chaka. Hi, Knochenmann. Ich muss nicht alles einsammeln, ich muss nicht alles einsammeln. Ich muss mich dazu zwingen, jetzt wirklich an den Sachen vorbeizulaufen. So scheiße. Rein, raus, rein, raus. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Muss ja. Die Gesellschaft zwingt mich doch dazu, was? Nein. Jetzt wird's komplett falsch. Aber spätestens jetzt wären zweideutige Witze erlaubt, weil ich finde, wir haben die richtige Uhrzeit dafür. Also wenn ihr was Witziges habt, was ich mal wieder auf Arbeit erzählen kann oder so, dann nur raus damit. Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt. Dab, dab, dab. Ah. Antivir, geh da bitte weg, ich möchte den Chat sehen.
Bei diesen roten Skeletten weiß ich nie, ob ich da Erfahrung bekomme, wenn ich die umnudel. Weil die Blutgerippe erholt sich. Ja. Die gehen ja nicht richtig tot, also beziehungsweise die Skelette verschwinden ja nicht. Die zerplatzen ja nicht, so wie normale Feinde. Also klar, in dem Fall bin ich sowieso noch zu schwach und mach sie mit einem Treffer nicht fertig. Weil sie danach noch wieder aufstehen. Aber ansonsten zerplatzen sie auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich beim Rollenspiel einen Speedrun durchziehen könnte. Ich habe ja schon beim Zusehen Probleme damit, nicht zu schreien, nimm den Goldbarren mit. Ja, das ist genau mein Problem gerade. Das ist so, ich fühle mich so schmutzig. Als ob ich irgendwie irgendetwas in mir verrate. Ein gewisses Muster, was ich jahrelang behalten habe. Und was ich jetzt auf seltsame, urkomische Art und Weise plötzlich aufgeben muss. Ist echt traurig. Ich find's lustig, wie sehr das Spiel ruckelt, wenn man das mal ein bisschen fordert. Wobei ich es nicht mal fordere, ich bin einfach nur mal ein bisschen schnell beim Durchlaufen. Chaka greift an und springt über die Decke. Schön. Chaka ist mein Held, der den Zuschauern gefällt. Wir alle lieben Chaka. Chaka die Spinne, oh yeah. Das wäre ein cooler Titel für eine Zeichentrickserie. Chaka die kleine Mörderspinne. Oder so. Was habe ich denn jetzt? Ich habe irgendeinen Status, den ich nicht haben will. Waldkraut gekaut. Der Fluch ist aufgehoben. Schön. Mag dich nicht. Geh weg. Geh weg. Nichts einsammeln, Jährigen. Nichts einsammeln. Okay, Sidneys Witze lese ich jetzt am besten nicht vor, weil diese Videos hier werden unter Umständen auch tagsüber geguckt. Von kleinen Kindern. Oder so. Das braucht echt verhältnismäßig lange, wenn ich das mal so sagen darf. Ich war eigentlich der Meinung, dass es hier ein bisschen flotter geht. Oder vielleicht liegt es jetzt auch daran, dass ich so vehement darauf warte. Dass ich jetzt eben irgendwie das Gefühl habe, dass es zu lange dauert oder so. Ich kann es nicht genau beurteilen, weil ich nebenbei nicht auf eine Uhr schaue. Ich weiß nicht, wie lange ich nebenbei hier unterwegs bin. Aber ich habe schon damit gerechnet, dass man, dass wir hier durchaus 20 bis 30 Minuten unserer Lebenszeit verschwenden könnten, bis sich hier tatsächlich etwas tut. Das Ganze noch ohne zusätzliche Kohle. Ist so traurig. Man könnte hier so leicht über 15.000, 16.000 Goldmünzen kommen. Man muss das Ganze nur ein bisschen flott machen und man muss es immer wieder machen und man muss dann auch mal Glück haben. Level 22 erreicht. Ich ziehe den Spinnen mittlerweile über 170 ab. Wuhu! Nur der Hardesexe leider nicht.
Schleswig-Holstein hatte bestimmt mit als erstes Ferien. Also Mecklenburg-Vorpommern war ja auch ziemlich früh dran. Hier sind ja mittlerweile die Ferien auch schon vorbei. Die armen, armen Schülerchen. Oh. Und die armen, armen Lehrerchen, die dann plötzlich wieder in die Klassenräume mussten und sich vorbereiten mussten und so. Ach, es ist so herrlich. Mein ehemaliger Vorgesetzter ist ja mittlerweile in den Lehramtsberuf gewechselt, in eine Grundschule. Und es ist immer recht spannend, irgendwie seine Erzählungen so mitzubekommen. Also die heutige Jugend ist, die heutigen Kinder. Jugend kann man es ja noch nicht nennen. Also das, was herangezüchtet wird in der Grundschule, das Rohmaterial, das ist schon durch und durch, ja, damit kann man nichts mehr anfangen. Zu, keine Ahnung, 60-70% oder so. Also, falls ihr irgendwie darauf spekuliert habt, später tatsächlich nochmal eine Rente zu bekommen oder so, vergesst es. Na gut, okay, also soweit liegen wir ja mit denen auch nicht auseinander, ne? Ein paar von euch gehen noch zur Schule. Aber für mich könnte es schon einigermaßen hinkommen. So ein bisschen zumindest. Ja. Wenn ich dann an Rente denke, dann sind die, nicht in ihren besten Lebensjahren, was Berufe und so weiter angeht, aber sie arbeiten in jedem Fall noch. Bestenfalls. Also, bestenfalls. Rente? Das wird es nicht mehr geben. Ja. Das ist dann natürlich die nächste Frage. Deswegen muss der Hering noch ganz viele Let's Play-Videos aufnehmen, damit er nebenbei ganz viel Kohle nebenbei noch verdient und damit er später nicht als Rentner noch weiter Let's Play-Videos aufnehmen muss, ne? Das ist klar. Um sein Taschengeld, um seine Rente aufzubessern, ja, ja. Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Heringray. Ich präsentiere euch heute Dead Island Teil 50 auf der Xbox 2386 oder so. Ja. Irgendwie sowas um den Dreh. Es könnte passieren. Wenn wir Pech haben, könnte es soweit kommen. Wenn wir Pech haben. Bups. Au. Boah. Der alte Let's Player. Ja, ja, ja. Wie alt ist der älteste Let's Player momentan? Ende 30 oder so, habe ich mal gehört, ne? Dass es da irgendjemanden gibt, keine Ahnung, der 38, 39 sein soll oder irgendwie so ein Dreh. Und der Let's Plays macht. Was gut sein kann, ja, könnte ich mir durchaus einen Dreh noch vorstellen. Aber tatsächlich, ich weiß nicht. Irgendwie, ab einem gewissen Alter wird es doch komisch, oder? Ich würde mir irgendwie seltsam vorkommen, wenn ich einem 40-jährigen, über 40-jährigen Typen dabei zuhören würde, wie er Spiele spielt. Ich dachte, Gronkh wäre Anfang 30. Gronkh ist 38 Jahre alt, echt? Ich habe ihn eher so auf 31, 32 geschätzt oder irgendwie sowas um den Dreh. Weiß ich nicht, okay. Sehr alt, ja. Also mit 38 ist man vielleicht auch noch nicht so sehr alt, ne? Also muss man ja alles im Verhältnis sehen. Aber trotzdem. Gronkh ist jünger als Hering, ja, das ist schön. Nein, nee. Nein, er ist nicht jünger als ich. Was zählt ihr für ein Schwachsinn? So, nee. Ja, wie gesagt, ich würde mir irgendwie komisch vorkommen. Wenn ich einem über 40-Jährigen zuhören würde. Ich meine, das ist alles eine Frage der Perspektive, ne? Wir alle werden älter. Wenn ich über 40 bin, dann habt ihr auch ein entsprechendes Alter. Ob ihr dann immer noch Let's Plays schaut, ist die andere Frage. Aber, naja, wie man es halt nimmt. Irgendwann ist halt vielleicht doch der Punkt erreicht, wo man... Ja, für Spielen ist man nie zu alt, sicherlich. Aber fürs Spiele vorstellen und... Ich weiß nicht. Nee, ich würde mir irgendwie... Das Problem ist halt, was ich da sehe in dem Moment, man... Let's Plays richten sich in erster Linie ja doch eher an eine... Naja...
jüngere, in Anführungszeichen, jüngere oder junggebliebene Community. Also hauptsächlich tatsächlich Leute, also der Hauptschwerpunkt bei Let's Plays, die Hauptzielgruppe liegt ja dann doch irgendwie zwischen 12 und 12 und 20, würde ich mal so schätzen. Dann gibt es natürlich ein paar Ausreißer nach oben. Viele, die über 20 sind oder so, machen auch eher professionelle Let's Plays oder irgendwie sowas. Mir kommt es wirklich nicht aufs Alter an, sondern mehr auf Sympathie. Ja, aber wie gesagt, ich finde die Gedanken so komisch. Einfach, ich könnte mich jetzt, also, ich weiß nicht, ob ich glücklich damit wäre. Jetzt mal so von Rundflachs. Also wenn ich das jetzt mit 26, 27 noch mache, ist es in Ordnung. Aber ich würde mir persönlich einfach komisch vorkommen. Wenn ich mit 40, Ende 40 oder so noch sowas machen würde. Also, keine Ahnung. Vielleicht, keine Ahnung, dann ist es altmodisches Denken oder so. Aber irgendwie, oder traditionelles Denken oder weiß der Teufel was. Aber das ist so nicht die Position, in der ich einen 40-jährigen Typen sehen möchte, will, wie auch immer. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja klar, in 10 Jahren kann alles anders sein. Dann werde ich auch sicherlich anders, oder kann es sein, dass ich anders drüber denke oder so. Aber kann genauso gut sein, dass sich meine Situation dann total verändert hat. 10 Jahre sind eine lange Zeitspanne. Da kann sich so viel verändern. Kann so viel passieren. Leider. Ach ja. Was? Du bist noch nicht tot? So. Level 23 übrigens. Ein Level noch. Eigentlich 2 Level, wenn ich auf Nummer sicher gehen will. Aber ich bin der Meinung, mit Level 24 müsste ich sie hinbekommen. Level 24 und Strahlenlanze. Das sollte ganz gut klappen. Klaus schaut schon seit 5 Jahren Let's Plays. Echt schon seit 5 Jahren? Seit wann schaue ich Let's Plays? Seit Anfang 2010. Jo. Anfang 2010. Und das war dann ungefähr auch der Zeitpunkt, wo ich angefangen habe. Und momentan möchte ich es auch nicht missen. Nein. Babs. Weil es ja auch echt schön ist. Und viele Leute interessante Dinge zu erzählen haben. Und das eben auch auf humorvolle Art und Weise herüberbringen können. Ist auch immer ganz wichtig, dass Leute irgendwie etwas, ja, eine gewisse Message vermitteln können irgendwie. Etwas, was hängen bleibt. Es macht einfach unheimlich viel Spaß. Bap, 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 bap. Deswegen habt ihr euch ja auf eine gewisse Art und Weise hier auch versammelt. Irgendwie. Neben der Tatsache, dass es im Chat, glaube ich, momentan ganz kuschelig irgendwie zugeht. Aber auf eine gewisse Art und Weise war ja irgendwie dieser Stream dann doch Dreh- und Angelpunkt. Also von daher. Und wenn ihr so gänzlich nicht damit einverstanden wäret, was ich so von mir gebe, dann würdet ihr wahrscheinlich zumindest das Video komplett ausdrehen und dann könnte ich mich auch nicht mit euch unterhalten, weil dann würdet ihr nur im Chat rumhängen. Ja. Bab. Babs. Dadab. Immer wenn ich in mein Zimmer komme, rieche ich Knoblauch. Hm. Würde ich mir mal Gedanken machen. Ja, wir sind eine kuschelige kleine Gruppe. Genau. Ganz kuschelige kleine Gruppe. Warum springt Chaka immer irgendwie aus dem Bildschirm raus? Ich verstehe das nicht. Chaka mag mich nicht. Das hat noch gegolten. Dieser Tod von Chaka. Er war noch nicht gänzlich explodiert.
Chaka greift an. Yay, Chaka freut sich. Ich habe kein Problem mehr mit Spinnen. Also, Problem schon, aber, also so. Ich hatte ewig keine mehr. Wissentlich zumindest, direkt in meiner Wohnung. Und vieles kümmert sich ja dann doch ein bisschen Wesker. Auch wenn das stark nachgelassen hat, aber kümmert sich ja doch irgendwie drum. Das ist zum einen und zum anderen, weiß ich nicht. Vielleicht ist das für die nicht so interessant hier. In meisten Fällen lasse ich sie mittlerweile eigentlich auch leben. Sofern sie nicht ein riesengroßes Netz jetzt plötzlich hier irgendwo an der Zimmerdecke aufbauen oder irgendwas in der Art, das sauge ich dann schon mal weg. Aber ansonsten ist mir das relativ schnuppe, wenn es nicht gerade sowas richtig Großes, Dickes, Fettes, irgendwas ist. Also das muss ich jetzt nicht unbedingt hier die ganze Zeit anschauen, wollen, müssen. So oder so ähnlich. Das wird dann doch eher beseitigt. Aber wenn es noch was Kleines ist, dann ist es echt harmlos. Dann kann das von mir aus auch ein bisschen an der Wand entlang krabbeln, wenn es dem viel Spaß macht. Spinnenarmee unterm Bett. Boah. Jetzt erzählt ihr wieder richtigen Schauergeschichten. Und das nur, weil ich die ganze Zeit kleine Chakas töte. Ah. Ich glaube, eine Götterknolle wäre nochmal ganz gut. Aber davon abgesehen, macht mir momentaner Status eigentlich ziemlich viel Freude. Level 23. Dürfte jetzt bald 24 sein. Ich ziehe den Gegnern unfassbar viel ab. Macht Spaß. Das mit dem vor dem Gesicht eine Spinne abgeseilt, das kenne ich auch. Aber meistens haben die Viecher irgendwie die Angewohnheit, sich in meiner Brille zu verfangen oder so. Ich weiß nicht genau, was sie da so toll finden. Die krabbeln dann immer so irgendwie darum davor. Das ist dann meistens relativ doof. Aber ja. Dann nimmt man die Brille halt ab, schüttelt das Vieh runter und dann weiter geht's. Hilft dir nichts. Man nimmt auch vieles irgendwie nicht mehr so hundertprozentig bedrohlich wahr, wenn man dann erstmal eine eigene Wohnung hat und sich auch wirklich immer allein um die Viecher kümmern muss. Früher habe ich immer um Hilfe gerufen, wenn irgendwelche Viecher irgendwo waren. Aber seitdem ich das nicht mehr kann, ja, da muss man sich irgendwie ein bisschen mit dem ganzen Viehzeug arrangieren. Das hilft ja leider wirklich nichts. Das ist schrecklich, wenn man erwachsen werden muss. Prägen, Respekt, du hast nur 38 Viewer. Ja, 38 verlorene Seelen, die irgendwie den PC nicht ausmachen können. Ich weiß auch nicht. Immer wieder Bücherei rein, Bücherei raus, Knochelfutzi hier, Chaka da, hallo.
Mittlerweile kennt man sich auch, man weiß, was der jeweils andere mag oder nicht mag, wie viel Stück Zucker er in seinem Kaffee braucht, damit es ihm auch richtig gut geht, ist schon alles in Ordnung. Und die größte verlorene Seele sitzt vor der Cam und spielt Terranigma, dankeschön. Jetzt weiß ich wieder, ja. Jetzt weiß ich wieder, woran ich bin. Aha! Da. Da 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 da. Bin mal gespannt. Also, wie gesagt, nach Toronia dürften ein paar Dinge relativ schnell gehen. Ein paar Dinge. Ich meine, was kommt dann noch? Dann kommen die Great Lakes. Aber das ist ja auch relativ kurz. Da ich jetzt hier schon so gut Vorarbeit leiste, dürfte das da absolut keine Probleme geben. Und dann geht es ja schon langsam Richtung Beruga. Also das ist doch... Es läuft. Es läuft. Es läuft quasi. Über 10.000 Gold habe ich auch. Das heißt, Heilvorräte sind auch gesichert. Das war meine saubere Runde durch die Bücherei. Schön einfach zackig durch alles durch. Zack, zack, zack. Und jetzt bitte. Ja. In meinen 13 Jahren müsste ich eigentlich schon schlafen. Oh Gott, ja, mein. Also, nee. Wie gesagt, hier muss keiner so lange wach bleiben. Bitte, nicht. Nein, nein. Das war eine verdammt dämliche Idee von mir. Und Terranigma Speedrun Livestream an einem Donnerstag zu machen. Ganz ehrlich. Also, wenn ihr schlafen müsst und wenn ihr morgen unter Umständen früh raus müsst oder so, dann nee. Ne? Ich kann das nicht kontrollieren und so weiter und so fort. Aber vernünftig ist es nicht. Vor allem, wenn ihr auch jung seid. Ja, jetzt haben wir Freitag, aber ich habe Donnerstag angefangen. Ich will nicht für irgendwas verantwortlich sein. Vor allem bei Minderjährigen nicht. Wenn erwachsene Leute, die kein Leben haben, mir zugucken, habe ich kein Problem damit. Aber bei Kindern, da hört der Spaß auf. Doop-di-doop. Ja, stimmt. Ich zwinge niemanden zum Zuschauen. Und ich habe oft genug Warnhinweise gebracht. Oft genug. Ja, dann ist aber nicht mehr live. Ja, ich kenne das Problem. Es gibt auch nur ganz wenige Streams, die ich mir wirklich nachträglich dann nochmal angeguckt habe. Aber das waren dann auch wirklich Streams, wo ich mir so gedacht habe, yo, das war so knallermäßig, endlich Level 25. Halleluja, KP steigt um 14, Stärke steigt um 3 und so weiter. Das waren wirklich Streams, wo ich überzeugt von war oder wo ich sicher war oder wo ich schon gehört habe, dass das wirklich so knallermäßige Streams waren, die musste ich mir einfach nochmal angucken. Ja. Soll der von Zeit zu Zeit wirklich vorkommen. Ob das hier auch so einer dieser Streams ist, weiß ich nicht. Weil ich glaube, meistens sind Streams noch mal ein bisschen lustiger, wenn man tatsächlich noch mal einen Gastkommentator oder so hat. Könnte ich mir vorstellen. Weiß nicht, ob meine One-Man-Show... Na gut, meine One-Man-Show kann offenkundig an die 30 Leute ein bisschen unterhalten. Passt. Aber...
Könnte bestimmt noch schöner sein. So, kurze Zwischensequenzen. Habe ich mal den kurzen Moment Zeit, mich anders hinzusetzen, Wesker zu bewundern. Und was zu trinken. Ach so. Ich könnte auch mal drücken, dann würde es auch mal weitergehen. So, erstmal eine blaue Augen. Der zweite Mann hatte ein puscheliges Kätzchen. Das hatte einen ganz weißen Bauch. Und der dritte Mann, der hatte ein Kätzchen, das hatte komische kleine rosa Pfötchen. Und an diesen rosa Pfötchen konnte man ein bisschen ziehen und so ein bisschen so Push-Push machen. Push-Push. Du bist so süß. Ja, ja. Wenn ich an Dead Space 2... Erinnere mich nicht an Dead Space 2. Obwohl, das Spiel war okay. Aber trotzdem erinnere mich dran. Hering ist eine Oma? Was? Achso, One Man Army. Hm. Eine Oma. Das ist eigentlich eine coole Abkürzung. Für eine Oma an sich. One Man Army. Hm. Wenn Männer auf Katzen starren, ja, kann man sich stundenlang angucken, oder? Ein Bild für die Götter. Oder so. Vielleicht aber auch nicht. Naja, was soll's. Aber so fällt's nicht mehr so sehr ins Gewicht, dass ich nicht in der Mitte der Kamera sitze. Also, ne? So hat man auf der Seite wenigstens noch den Schnupstiger. Die Typen auf den Bildern sehen aus wie Zombies. Ja, weiß ich nicht. Ich habe mich immer gefragt, wer das ist. Also, ich hab's dann immer so gesagt. Gedacht, werden bestimmt Entwickler sein oder so, keine Ahnung. Irgendwelche Typen. Irgendwoher werden sie ja die Fotos von den Kerlen haben. So. Wir Hexen schnupsen um dich herum. Schnupst dich nicht. Schnupst dich nicht um. Schnupst dich nicht um, klingt auch doof. Zu viert sind wir. Doch du bist verschnupst. Wird dies dein letztes Schnupsen sein? Wir schnupsen mit dir die Erde fluschig. Triffst du die falsche, dann schnupst du. Schnups! Treffer. Wir Hexen schnupsen um dich herum, ja. Hexen schnupsen. Toll. Gerade wo ich das noch mit der Kamera gesagt habe und jetzt haut der Kater ab. Zerstört mein ganzes Bild hier. Dup-di-dup-di-dup. Wesker, du musst dich gleich wieder auf die Couch legen. Ich hoffe, das ist dir geläufig. Da ist Peach. Ach so, ja, wegen den Klamotten. Nee, ist nicht Peach. Das sind Hexen. Schnasena, Schnups. Ja, ja. Hol einfach die tolle Maus, dann kommt er wieder. Das wäre Bestechung. Nein. Dann fühlt er sich verarscht. So. Hexer schnupst. Lauf. Hexer schnupst. Stopp. Über 500 Schaden. Ah, du hast Hexer verschnupst. Du verdammter Dealer, du. So. Ah, das Schnupshexe. Andere Waffe. Denn wie wir alle natürlich wissen,
ist die Strahlenlanze, obwohl sie 10 Stärkepunkte weniger hat, viel effektiver gegen die Hadeshexe, denn es ist ja eine Klinge des Lichts. Ja, ja. Und wir sind ein Krieger des Lichts. Alle Krieger des Lichts, war das nicht irgendwie ein Lied von Silbermond oder so? Ja, egal. Gut, ja, Hades-Schnupshexe. Mal gucken, ob wir sie jetzt schnell hinbekommen oder nicht. Müsste ja eigentlich klappen. Weil immerhin, ah ja, 38 Schaden, ja, mit, das ist ganz gut. Dup-di-dup-dup-dup-dup-dup. Ein bisschen anspruchsvoll dürfte sie trotzdem noch werden, aber einfach und einzig und allein aufgrund der Tatsache, dass sie eben die Hades-Hexe ist. Und so ziemlich der anspruchsvollste Gegner neben dem letzten Endgegner ist, den man ja an Terranigma finden kann. Und wie gesagt, das ist heftig. Empfohlen wird halt, Level 24, Level 25 für sie zu haben. Und ihr habt es gesehen, ich bin in das Schloss reingegangen und ich hatte Level 20 oder so. Also, ein bisschen unverhältnismäßig. Was auch immer sie sich dabei gedacht haben. Zumindest geht's so schnell. Sag ich demnächst auch mal zu einer Frau, komm, wir gehen mal schnupsen. Ja. Sag mir dann, wie es angekommen ist, damit ich Bescheid weiß, ob ich das dann auch mal ausprobiere. Wie lange spielt ihr jetzt eigentlich schon Terranigma? Eine ganze Weile. Streambeginn war ja um, wann habe ich angefangen? 16 Uhr, kurz nach 16 Uhr. Dann irgendwann kurz nach 18 Uhr haben wir uns mit Mario Kart beschäftigt, dann kurz nach 20 Uhr wieder Terranigma. Es ist ein gutes Gefühl, Menschen retten zu können. Warum wurdest du gequält? Achso, wisst ihr, was wir die ganze Zeit vergessen haben? Wir müssen doch mal nach Loire zurück. Wir wollen noch wählen gehen. Jawohl, denn wir haben eine Stimme. Und wer wählen kann, der sollte auch wählen gehen. Bap, bap, bap. Stumpfen ist für mich so heringbelastet, das ist eher unsexy. Na toll. Super. Na gut, okay. Es war auch nie als Anmachspruch geplant. Ich streich's von der Liste. Verdammt. Ja. Müssen jetzt knapp 7 Stunden oder so sein. Hey, ich hatte Pausen dazwischen. Macht mir meinen Speedrun nicht kaputt. Ja, ja. Mein Speedrun. Genau, Hering. Bestimmt. Ich habe allen Seeleuten mein Wissen über Navigation vermittelt. Ich bin sicher, sie werden deine Wünsche erfüllen. Ich bin müde. Ich möchte schlafen. Also verschwinde endlich. Brauchst du ein Fiebermittel? Brauchst du neuen Stoff? Ein bisschen Stoff? Kann ich was haben? Ja, natürlich. Hier bekommst du kostenlosen Stoff. Speed erhält neuen Stoff. So. Okay. Für den LP hast du 20 Stunden gebraucht. Rechnen wir mal mit 15. Was? 15 bis 19 Stunden? Nein! Verdammt nochmal, das geht schneller. Wir sind doch fast fertig. Fast fertig. Wirklich. Fast. Ganz bald. So. Loire. Wählen gehen. So, hier. Bürger, ihr wisst, dass der König dieses Landes nicht mehr lebt. Ohne Führer haben wir das Recht auf uneingeschränkten Faschismus. Uneingeschränkte Freiheit natürlich. Die Zeit ist reif, das Schicksal des Landes in meine, unsere in eine Hand zu nehmen. Ich erkläre meine Kandidatur als Vertreter dieses Volkes. Natürlich kann jeder hier für das Amt kandidieren. Noch jemand, aber wehe. Ich werde auch kandidieren. Blups, blups, blups. Ich bin nicht sehr beliebt, aber ich liebe diese Stadt und kann helfen. Übrigens mag ich den Kommunismus. Gut, Louis, gib nun deine Absichten bekannt. Ich möchte eine Wahl abhalten, um dein Vorhaben zu legalisieren. Ich schlage eine kurze Pause vor, um die Wahl vorzubereiten. Schaut euch die Kandidaten genau an, bevor ihr ihre Stimme abgibt. So. Die Zukunft ist sicher, solange es Menschen wie Louis gibt. Ich möchte die Steuern, die der König erhob, für die Stadt nutzen. Wirtschaftliche Freiheit bedeutet für alle Menschen ein gutes Leben. Jean traf in seiner Rede genau den richtigen Ton. Die Leute glücklich machen, indem man ihr Land verschönert. Genial! Ja. Dennoch stimme ich Jean nicht zu. Wir sollten alles brüderlich miteinander teilen. Ja, ja. Brüderlich teilen. So. So.
Kapitalismus oder Kommunismus? Was wollt ihr lieber? Wir wollten den Kommunismus. Morgen können wir das Spiel ja wiederholen? Was? Ja, morgen nochmal Speedrun für Terranigma. Ihr habt ja wohl... Rad ab. So, hier, wählen. Was willst du denn? Hi, was willst du? Augenblick, ich schreibe noch, obwohl ich längst von der Wahlurne weg bin, aber egal. Wen ich wähle? Natürlich Jaw. So viel zur geheimen Wahl, aber egal. Wen soll ich bloß wählen? So. Wir wählen natürlich Louis. Auf geht's! Louis, er scheint dieses Land wirklich zu lieben. Ja, ja, genau. So. Louis. Tod, König Louis! Welcher Film? Wir werden nun die abgegebenen Stimmzettel auswerten. Das kann noch etwas dauern, kommt später wieder. Ja, wir müssen jetzt erstmal natürlich die Wahl fälschen und betrügen und wir müssen noch ein paar Leute bestechen und so weiter und so fort. Und wenn wir damit fertig sind, dann geben wir euch das, das Wahlergebnis. Es kommen rote Zeiten auf Loa zu, ja. Tut mir leid, dass du warten musstest. Wir verkünden nun das Wahlergebnis. Für mich Jaw 24 Stimmen. Für Louis 25 Stimmen. Louis gewann die Wahl mit einer Stimme Mehrheit. Gratulieren wir unserem neuen Staatsoberhaupt Louis. Toll. Louis wird eine schöne Stadt regieren. Ich werde bestimmt mein Bestes geben. Ich zähle auf eure Hilfe. So. Ja, das wird jetzt spannend. Wir gucken dann später nochmal in Loa rein. Apropos, wann würde am Freitag bzw. Samstag der Stream starten? Ja, das bin ich mittlerweile auch im Überlegen, wenn ich die Uhrzeit so betrachte. Dab, 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 dab. Ich weiß nicht, ob ich jetzt heute, also sprich am Freitag, wirklich nochmal einen Stream starte. Oder ob ich mir so eine kleine Regenerationsphase dann gönne und dann eventuell am Samstag wieder sowas mache oder so. Weil, ja, es ist zwar alles sehr schön und so weiter und so fort, aber, ja, ne? Zwischendrin, man soll es ja auch nicht übertreiben. Du kommst durch den Zoll, das muss ganz schön, ich hörte, es macht 10 Taler, ja, ja, ich möchte hier schlafen. Weil man hier schlafen muss, weil ansonsten kommt man nicht weiter. Heute Wahl, morgen Mauerbau. Ja. Er hatte den Ziegelstein schon hinterm Rücken in seiner Hand. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Nee. Also, so eine richtige Mauer. Achso, ihr meint so eine Mauer. Nee, ich dachte, ihr meint so eine Mauer. Aber ist egal. Leutchen, ich geh mal ins Bett. Achso, Nefe. Ja, nö, nö, du hast mich nicht beleidigt. Nö. War nur, klang komisch. Aber ist egal, ich sag auch viele komische Sachen. Also, ciao, hau rein, gute Nacht. Wir brauchen dich, dein Land ist in Gefahr. Ach nein, Prinzessin Melina, ja, sie muss schnellstens fort. Wir könnten sie, aber ich suche jemanden, der ihr richtigen Stoff verkauft. Könntest du das übernehmen? Klar, kann ich nicht ablehnen. Großartig, ich danke dir. Jetzt kann ich meinen Freund retten. Der braucht auch ein bisschen Stoff, aber von jemand anderem, egal. So. Träume fein. Dop, dop. Was soll das heißen? Wirklich Speed? Wirklich Speed? Irgendwie klingt das falsch. Egal. Ja. Warum hast du nicht gleich gesagt? Welche Wahl hätte ich abgelehnt, wäre sie und eine Reise, Kontinent, da kriegt man vielleicht neuen Stoff. Klingt doch geil. Worauf willst du hinaus? Ach nicht, Schlaf, anstrengende Reise und so weiter. Ist Melina seine Flamme? Seine Freundin aus der Unterwelt. Und die Melina hier in der Oberwelt, das ist eine andere Melina. Nur so. Ist schwierig zu erklären, glaube ich, wenn man das Ganze nicht... Guck dir mein Let's Play an, wirklich. Es ist ein gutes Spiel. Und in meinem Let's Play gehe ich auf so viele verschiedene Sachen ein. Level 25, 4 Stunden 14. Level 36, 16 Stunden noch was. Ich glaube, ich bin doch relativ... Also für Spielverhältnisse bin ich schnell. Sagen wir es mal so. So. Hafen. Ahola. Ahola he, ahola ho. Bist du Speed? Also Speed dabei? Ja, nee. So. Du bist hier, gut. Das Schicksal der Prinzessin liegt in deinen Händen und in den Händen deines Stoffs. So. Ich weiß deine Hilfe sehr zu schätzen. Sei vorsichtig, Speed. Ja. Ich weiß deinen Stoff sehr zu schätzen. Sei vorsichtig, Speed. Heieieiei.
Nicht klicken? Hä? War da gerade ein Link zu sehen oder was? Prinzessin, du wirst dich hier draußen noch erkälten. Natürlich, das übliche Schweigen. Dabei habe ich ihr doch so tollen Stoff gegeben. Verdammt nochmal. Verdamm ich noch eins. Kruzifix und... so ein Mist. Speed erhält Götterschnups Knolle. So, schlafen. Prost, Hering. Danke. So ein Stream eignet sich gut, um nebenbei Pokémon zu trainieren. Ja, weiß ich. Ist total entspannt. Wenn man so einen tollen Stream irgendwie... Ah! Geht weg, ihr falschen Dealer. Was war das? Das war wohl nicht Melina? Sie braucht einen richtigen Dealer. Oh mein Gott. So. Haha. Ja. Ich hab den falschen Stoff. Brauch richtigen Stoff. Melina! Nein. Jehehehe. Wir haben hier falschen Stoff verkauft. Ne, 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 ne. So. Okay, ihr Geister. Jetzt wäre es nur super. Super nett, wenn ihr euch irgendwann auch mal materialisieren würdet. Genau. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ja. Die konnte man doch nur mit dem... Wie konnte man die nochmal verletzen? Mit dem Funkenflug, oder? War ich doch der Meinung. Ich war verhältnismäßig überzeugt davon. Schiffsgeist war eine Illusion. Jetzt habe ich mal Schaden gemacht. Aber leider halt nur eine Illusion. So, Schiffsgeist war eine Illusion. Schiffsgeist war real. Schiffsgeist war aber real einkaufen. Und hat da seinen Stoff her. Ach so. Der billige aus dem Supermarkt. Verdammt. Immer diese möchtegern Typen, die glauben, sie hätten den richtigen Stoff gebunkert. Auch richtig feinen Stoff gibt's nur bei mir. Nur bei Speed. So. Irgendwie ist das Treffen heute nicht so einfach. Gehört nicht so zu meinen... Nicht so zu meinen Spezialitäten. Schiffsgeist schröpft deine Energie. Soll er gerne machen. Aber nur soll er auch schneller wieder auftauchen, damit ich irgendwo treffen kann. Schiffsgeist war eine Illusion. Schiffsgeist war real. Er war schon wieder bei real. Unfassbar. So. Schiffsgeist war eine Illusion. Scheiße. Schiffsgeist war eine Illusion. Schiffsgeist war real. Kann er nicht mal zu Penny gehen? Schiffsgeist verzieht sich. So. Ich sehe deine Maus unten rechts. Danke. So. Alles in Ordnung, Prinzessin? Ja. Hab den Typen mit der Werbung mal gebannt. Oh, danke. Du bist ein seltsamer Mensch. Du bist ein seltsamer Dealer. Ich bin keine Prinzessin mehr. Du musst nicht länger den guten Stoff mir geben. Warum gibst du mir deinen guten Stoff? Deinetwegen. Ich glaube, ich gebe dir den guten Stoff, da du einer guten Bekannten ähnlich siehst. Einer Bekannten? Sehe ich ihr tatsächlich so ähnlich? Ähnlich ist gar kein Ausdruck. Ihr seht aus wie Zwillinge. Und unsere Geldbeutel? Die sind recht ähnlich. Weil ich dachte zuerst, dass du ein richtiges Ekel bist, weil du einen kleinen Geldbeutel hast. Doch nach allem habe ich bisher immer eine geringe Auszahlung bekommen für meinen Stoff. Ehrlich? So schnell lernt man einen Menschen und seinen Stoff kennen. Vielleicht bist du jetzt enttäuscht, dass ich so den Stoff halt nehme wie sie. Egal. So, ich möchte alleine meinen Stoff zu mir nehmen, aber eines möchte ich noch sagen. Danke, mein Dealer. Okay, gut. So. Dup-di-dup-di-dup. Dieses Schiffsgeister, das kommt von ganzen Drogen. Ja, ich glaube auch. Wow. Alle Produkte sind nur Illusionen. Man sagt einer Frau nicht, dass sie kleine Geldbeutel hat. Entschuldigung. Ist mir so rausgerutscht. Was ist mir dabei nur eingefallen, ganz ehrlich? Land! Ich sehe Land! Ich sehe Hanfplantagen! Ich sehe sie. Ja, genau. Da war was. So.
Speed auf dem Weg in eine neue Welt. Ja, ja, ja. Speed hat die beste Qualität, natürlich. Jetzt müsste man seinen Supermarktkette nur Illusion nennen. Hm. Speed, hey Speed, du Schlafmütze. Push, push. Wann stehst du endlich auf? Wir sind da, wir müssen Stoff verticken. Was, hochgehen, was, Land? Das neue Land, Hanfplantagen? Was, wir sind da? Wie, was, wo? Wer? Wo ist die Prinzessin? Hast du sie gesehen? Ich muss ihr einen neuen Stoff geben. Wie bitte? Anstatt zu trödeln, sollten wir an Land gehen und Sachen verticken. Achso. Du bist wohl nicht besonders schnell. Alle anderen sind bereits an Land und verticken ein paar Sachen. Was? Du bist Speed, richtig? Ich habe einen Brief des Mädchens für dich. Sie ist vor einer Weile alleine an Land gegangen, um irgendwas zu nehmen. Frauen eben. Speed erhält den Brief. Jetzt ist Chippy eingeschnappt. Quatsch, ich bin nicht eingeschnappt. So. Gut. Dann können wir ja guten Gewissens den Brief noch lesen. Schriftrolle. Eben war es noch ein Brief, jetzt ist es eine Schriftrolle. Boah. Speed liest den Brief, dass Frauen sich nie kurz fassen können. Danke, Speed. Ich möchte dir aber nicht mehr zur Last fallen und nehme jetzt bei einem anderen Dealer den Stoff. Ich bin diejenige, die den König ermordet hat, weil er konnte mir keinen richtigen Stoff geben. In meiner Kindheit vertrauten mir meine Eltern ein Geheimnis an und der König zerstörte unser Dorf und adoptierte mich. Er benutzte mich lediglich, um mir das Geheimnis unseres Stoffes zu entlocken. Ich hatte keine Wahl und konnte die Vergangenheit nicht vergessen. Nicht nur der König gierte nach unserem Stoff, auch andere. Feider erkannte die Situation und verbannte mich aus Loire. Ich kann nicht noch mehr Leute in diese Sache hineinziehen und ihnen meinen guten Stoff geben. Vergib mir bitte meine Grausamkeit. PS, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, so von Dealer zu Dealer. Oh mein Gott, unsere Oberweltfreundin ist auch ein Dealer. Tja. Verwicklungen, Verwicklungen. Seltsam, seltsam. Gut, ja. Liberita. Wuhu, yay, wir sind in Amerika, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Also wenn wir hier keinen Stoff verticken können, dann weiß ich auch nicht. Vorzugsweise vielleicht an... Ja, okay, lassen wir das. Hey Bruder, wie siehst du denn aus? Schon wieder einen falschen Stoff geraucht, hm? Freund der Nacht, ich werde dir was zeigen, das dich aufheitert. Danach sagst du mir deine Meinung, einverstanden? Klar. Was ist das denn für eine Prinzessin? Drogensüchtig und killt ihren Vater. Das ist wie aus dem richtigen Leben. Eigentlich übertrage ich Terranigma gerade nur so von gewissen Prozessen her in die Gegenwart. Terranigma, so wie es hätte sein sollen. Ja. Irgendwie gefällt mir meine Version. Perry ist cool, ne? Was ist nun? Hi. Na, wie war's? Geht's dir besser? Und ob. Wow, coole Show. Mit mir ist alles wieder in Ordnung. Ich kann sogar meinen... Wow. Das ist so blöd, wenn einem plötzlich irgendwas Blödes einfallen soll, aber naja. Ich wusste es, die Skateboard-Kunststücke hauen jeden vom Hocker. Du warst auf diesem Schiff, dann kommst du also von weit her? Du bringst neuen Stoff? Hey, wie wär's? Du kommst mit mir und erzählst den Kleinen darüber? Ist eigentlich so, nur auf einen Sprung. Na gut. Beim Reden schon, deine kleinen Kumpel? So ungefähr, komm mit mir. Ja, okay. Nächste Stufe unserer Geschäftsidee, wir verkaufen Drogen an kleine Kinder. Ich finde das sehr gut, weil so eröffnen wir uns einen gänzlich neuen Wirtschaftszweig und bekommen eben ein neues Klientel als Kundschaft. Finde ich schon in Ordnung. So. Wir haben einen Gast, kommt alle mal her! Ich möchte euch jemanden vorstellen. Er kommt von weit her und bringt uns vollkommen neuen Stoff. Los Kinder, kommt her! Es gibt noch ein älteres Kind namens Will, aber er ist nicht hier, weil er raucht weiter draußen. So ein paar Sachen. Egal. Von links, Angie, Wolfie, Harry, Annie... Hey, wo ist Anita? Nee? Perry, Anita sucht draußen nach Will. Sie will auch sein Zeug rauchen.
Was? Aber sie ist auch so klein. Oh mein Gott. Hör zu, ich werde nach Anita suchen. Niemand geht, bis ich zurück bin. Tut mir leid, aber du hast es ja gehört. Warte eine Weile, gut? Okay. Tyrannigma, das Spiel für Speed-Junkies. Ich glaube auch. Eigentlich wäre es jetzt ab der Stelle so viel witziger, wenn ich mit viel mehr Leuten labern würde, ganz ehrlich. Irgendwie finde ich das echt schön. Aber gut, okay, übertreiben wir es mal nicht. Sondern stattdessen lassen wir, wir lassen Liberita und Seeheim jetzt links liegen. Und gehen stattdessen direkt hier oben links hin in das Mooswäldchen, wo einfach nur die Einblendung Wind kommt. Und was machen wir hier? Wir holen uns jetzt hier Holzklötze, die wir ja brauchen, um dann über den mächtigen Colorado River eine Brücke bauen zu können. Und nur so kommen wir ja nach Südamerika zurück. Speed erhält Holzklotz. Ja. Ich glaube, das muss ich jetzt ein paar Mal machen, bis ich neuen Holzklötze habe oder so. Um wie die Zeit vergeht. Ja, ich weiß, es ist so grausam. Wenn man sich überlegt, echt, dass es jetzt schon nach 1 ist. Ist der Wahnsinn schlechthin. Aber irgendwie, ja. Klappt dann doch besser mit dem Stream auch, als ich im Vorfeld gedacht hätte. Hab mir ein bisschen mehr Sorgen gemacht, was das laufende Programm angeht und so. Und ob ich euch auch wirklich die ganze Zeit so unterhalten kann. Klappt. So ein bisschen. So ein bisschen. Und ihr unterhaltet euch ja glücklicherweise auch ein ganz kleines bisschen selber. Das stimmt, kommt mir gar nicht so lang vor, ja. Es ist schon echt der Wahnsinn, wie viel Zeit man mit sowas verbringen kann. Speed erhält Holzklotz. Ja, ja. Speed erhält Holzklotz. Bap, 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 bap. Ist auch ein bisschen random eigentlich, diese ganzen Sachen einzusammeln hier. Obwohl es, glaube ich, in Seeheim einem gesagt wird, dass es hier so ein Wäldchen gibt. Aber es ist wieder alles so ein bisschen... Findet man eigentlich nur durch Ausprobieren raus. So schlimm. Heutzutage wird einem das alles immer ein bisschen einfacher gemacht. Indem dann noch Einblendungen kommt oder wo die Gegenstände, die man einsammeln kann, dann noch tatsächlich blinken oder so. Ich meine, okay, ab diesem Zeitpunkt des Spiels, also was wirklich schwer zu finden ist, ist ja wohl, wie gesagt, der Schal von Mylin in Luran. Davon habe ich schon reichlich. Ich habe genug Stoff hier. So, der Schal von Mylin ist echt schwer zu finden, weil es hebt sich kaum vom Boden ab. Wie soll man darauf kommen, dass da irgendwie was sein soll oder so? Das zum einen und zum anderen der Steinpilz, den man für den Apotheker braucht. Alles ein bisschen seltsam. Aber na gut. Irgendwie kann man es ja scheinbar doch rausfinden. Oder man guckt es einfach im Spieleberater nach. Entschuldige, ereignet sich ideal für die Richtung einer Brücke. Natürlich, ja, ja, mehr Holz. Machen eine Stream-Konfi, wir verstehen uns ja. Ja, jetzt versteht ihr euch. Okay, morgen versteht ihr euch wahrscheinlich auch nochmal. Ich gehe dann auch mal schlafen. Schildi-Freak. Ach, Schildi war da. Ich habe dich gar nicht so oft gesehen oder so. Nacht, Schildi. Die Brücke wird hervorragend, warte es ab. Ach so, alles klar. Ist auch schon spät. Also mittlerweile. Teste das doch einfach mal, Hering. Was? So ein Konfi. Ja, nee. Wie gesagt, das wäre nicht gut, wenn ich sowas aufmache. Weil dann würde das, also zumindest bei Skype läuft es ja so, derjenige, der die Konfi aufmacht, der ist ja sozusagen der Moderator, der Chef. Und ich weiß nicht, wie weit Skype da mittlerweile ist, was das Übertragen angeht, von irgendwelchen Rechten oder so. Ich würde ungern selber dann halt der Moderator sein, der irgendwie das Ganze beaufsichtigen muss oder so. Weil das, nee. Dazu fehlt mir dann doch ein bisschen die Zeit. Hab den Chat nicht lesen können und deshalb nicht so viel geschrieben. Ach so, Schildi. Das wusste ich nicht.
So. Trotzdem hoffe ich, dass du einen schönen Abend hattest, Schildi. Und bis bald. Achso. Endlich habe ich dich wieder, lass mich nie mehr allein. Ich habe mich entschlossen, bei dir zu bleiben, weil nur du den richtigen Stoff hast. Einverstanden? Klar. Na gut, aber jetzt beruhig dich wieder. Oh Mann, los jetzt, auf zum Karneval. Und ein solches Fest habe ich noch nie gesehen. Und gib mir endlich deinen Stoff. So. Oh, wie romantisch. Morgen Konfi, okay, heute nicht mehr. Paare, die sich hier verlieben, werden immer Paare, die unter dieser Statue Stoff verticken, werden immer glücklich sein. Ist das nicht eine schöne Geschichte? Geht so. Ja, aber vielleicht doch etwas übertrieben? Psst, sei still. Speed, du bist wohl nicht besonders romantisch? Ich schon. Ich glaube fest daran. Hör mir zu, es gibt jemanden, an den ich sehr, sehr gerne Stoff verticken würde. Und dieser jemand bist du, Speed. Und wenn ich schon jemanden an jemanden Stoff verticken will, dann will ich, dass er meine Gefühle erwidert. Ich werde heute Abend zurück sein. Ja. Werde dir über deinen Stoff klar, Speed? Verdammt! Sie setzt mich ganz schön unter Druck, die Kleine. Liotto, Liotto, Liotto. Achso, ihr wolltet auch noch labern. Ich dachte, ihr wollt einfach nur miteinander schreiben in so einem was Chat-ähnlichem. Also, beziehungsweise so einen permanenten Chat eben. Dass man sowas dann eben einro. Also, ja. Mutter ist zum Karneval gegangen. Sie hatte irgendwas von Stoff gefaselt. Ich weiß aber nicht, was es bedeutet. Mutter ist noch nicht zurück. Du könntest mir Gesellschaft leisten. Ja, stimmt. Du könntest mir Gesellschaft leisten. Hallo? Nein, ich muss das Einzelzimmer nehmen. Natürlich. Ich bin alleine. Ich darf nicht das Doppelzimmer buchen. Es ist so beschissen. Naja. Dabei brauche ich doch den Platz für mich und mein Ego. Wir sind keine Fremden, wir sind alle Fische im großen Teich. Ja. Also langsam übertreibst du es mit dem Stoff ein bisschen. Ja, ich weiß. Es ist nach 1 Uhr, komm. Ich muss das Spiel hier einigermaßen schnell rumbringen. Ich liebe das Spiel, das weiß glaube ich jeder. Ich find's nur gerade ein bisschen lustig. Ich kann's aber auch sein lassen, wenn's zu nervig ist. Speed, Speed. Mein Let's Play habe ich auch gänzlich anders gestaltet, also von daher. Künstlerische Freiheit. Keine Sorge, der Weise weiß, dass ich hier bin. Yo. Der Hering und sein Stoff. So, Mylin hasst uns jetzt. Weil wir ihr keinen Stoff gegeben haben. Und nun... Nächste Station, Schiff holen. Der Hering schweigt. Ja. Man muss mit den Drogen ja auch nicht übertreiben. Ja, tut mir leid. Also entweder ganz oder gar nicht. Das ist so... ja. Mich erst in irgendeine gewisse Sache reinzutragen und dann zu sagen, ja, nö, ist nicht, dann, ja, das ist gemein. Das ist ein bisschen... Da bin ich jetzt überfordert. Ihr Feiglinge, ehrlich, du tust es. Yo, ich gehe an Bord. Ja, ich gehe an Bord. Ja, ich bin an... Ja, los geht's. Ich bin ganz heiß drauf. Wir zählen auf dich. Ja, schön. Hering ist wie eine Droge. Ja. Das stimmt auch. Von Zeit zu Zeit. Ich verstehe sowieso nicht, wie du das so lange durchhalten kannst. Seit 9 Stunden Dauerzocken, labern und lesen. Ist es nicht langsam anstrengend? Geht so. Also ganz ehrlich, ich bin nicht müde oder irgendwie sowas in der Art. Ich werde später fertig sein, sicherlich. Aber so ist es... Es ist wie eine große Show, die man eben so durchzieht. Das ist ja auch immer der Reiz dahinter gewesen, für mich persönlich, dieses vom Let's Playen an sich oder meinetwegen jetzt vom Stream speziell oder so. Dieses Gefühl irgendwie so, ja, weiß ich nicht, mir macht das einfach Spaß, Leute zu unterhalten und einfach jetzt dieses Gefühl zu haben, ich habe gerade so
meine eigene Live-Show quasi. Sowas in der Art könnte im Fernsehen laufen, auf einem sehr lustigen Sender. Das beflügelt, das macht einen irgendwie, oder das macht mich in dem Moment einfach glücklich. Und deswegen komme ich damit jetzt momentan gerade eigentlich ziemlich gut zurecht. Wie gesagt, wenn es dann nachher sozusagen die Anspannung oder wie auch immer wir das nennen wollen, dann vorbei ist oder so, dann ist es natürlich auch ein bisschen anders und dann werde ich hier alles zusammenpacken und dann würde ich extrem müde sein. Und dann mal gucken, wann ich heute im Laufe des Tages aufstehen werde. Aber ansonsten, wie gesagt, gerade ist es alles vollkommen okay. Von Wally im Flug getroffen. So. Der rosa Fisch des Todes. Jetzt muss ich nur noch an ihn rankommen. Das sind ein oder zwei Treffer bestimmt, die ich eigentlich für ihn brauche. 114 schon mal Schadenspunkte gemacht, das ist gut. Die Grünen kann ich übrigens nicht töten. Die Grünen kann ich nicht töten, ja. Aber bei der SPD habe ich weniger Schwierigkeiten. Nein, also, die grünen Fische kann ich nicht erledigen. Ich muss mich auf den Lilanen konzentrieren. Ansonsten geht dieser Endgegnerkampf hier ins Unendliche. Zwei Treffer waren's. Ein Sender mit Heringstreams. Ja, das wird doch was. Deine Show läuft auf Hering TV. Der einzig wahre Unterhaltung für Fische. Ja. Vielleicht zockst du ja noch, wenn ich wach werde, vielleicht. Als die Aura des Todes den Nixenturm wieder freigab, setzte das Flüstern der Nixen wieder ein. Ja. Nixen. Hering als Redakteur bei Giga würde passen, ja. Ja, weiß ich nicht. Mittlerweile ist Giga ja auch nicht mehr so geil wie früher. Muss man ja ganz ehrlich so sagen. Das war alles mal. So, Nixen sind jetzt überall hier, Nixen freuen sich, tralala. Einst war auch ich ein Mensch, ich wollte meinen Verlobten in Liberita besuchen, doch dann kam mir was dazwischen. Speed erhält den Verlobungsring. Dup-di-dup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 . Von irgendwem bekam ich hier eigentlich noch was anderes. Moment. Hier, komm. Der Turm ist das Leuchtfeuer der Seeleute. Hier auch die Seelen der Verstorbenen. Achso, nee, hier. Speed erhält Nixenlanze. Achso, so war das, genau. Die Nixenlanze habe ich hier bekommen in dieser Truhe. Die Nixenrüstung wiederum, die gibt es, die könnte man jetzt holen. Theoretisch. Praktisch gesehen brauchen wir das aber gar nicht. Hab Dank, du hast uns zurückverwandelt. Nimm dies als Zeichen. Achso, wir werden dich Speeder halt im Wasserzauber. Speeder hält ein Schiff. So. Ja, wie gesagt, also das frühere Giga fand ich besser. Ich erkenne die Arbeit durchaus an, die dahinter steckt, bei den aktuellen Giga-Leuten. Die in den Videos steckt hauptsächlich. Bei der Seite selber, die haben sie aber weitestgehend vernachlässigt, so wie ich das mitbekommen habe. Da erscheinen zwar auch immer noch viele News und so weiter, aber das Forum ist ja, weitestgehend tot. Kann man das so sagen? Da war zumindest schon mal mehr los. So eine Entwicklung, die ich nicht gar so prall fand, beziehungsweise, naja gut, sie haben den Fokus halt anders gelegt.
mit YouTube und Werbung und keine Ahnung was ist eben nochmal was anderes. Will ich hier überhaupt sein? Nee, hier will ich gar nicht sein. Hier gibt es, wenn überhaupt, nur ein bisschen Geld. Ich suche jetzt eine bestimmte Insel. Eine bestimmte Insel, auf der es ein bestimmtes Item gibt. Ein Item, das ich dringend brauche, weil sonst komme ich im nächsten Dungeon nicht weiter. Es kann gut sein, dass das hier ist. Ja, Speeder hält Turbo-Schuhe. Aber geht ja einigen Magazinen, glaube ich, so. Speeder hält 378 Taler. Mittlerweile gehört eine Video-Review ja eigentlich bei einem Magazin irgendwie zum guten Ton. Mit reinen Print-Gedöns-Sachen, da reißt man mittlerweile ja eigentlich fast gar nichts mehr. Was irgendwie schade ist. Weil das wird, ja, nicht unbedingt vernachlässigt, ja, kann man so nicht sagen. Weil im Internet gibt es ja genug, auch Hobby-Schreiberlinge und so, die auch gute schriftliche Reviews noch verfassen und dergleichen. Aber trotzdem, der Weg geht eher Richtung Video-Review. So, jetzt habe ich ein Problem. Warum habe ich jetzt ein Problem? Weil ich noch nicht... Ach so, genau, weil ich erst noch was anderes machen muss. Stimmt. Ich bin ja auch dumm. Ich habe zuerst gedacht, also ich habe jetzt gedacht, es würde in Yamai weitergehen. Und wir würden das nächste Burg Drachenfels besuchen, aber das ist natürlich Quatsch. Was haben wir nämlich bekommen von den Nixen? Den Verlobungsring. Also müssen wir jetzt erstmal zu den Great Lakes, ja. Also muss ich jetzt einmal um den amerikanischen Kontinent herumschippern, dann wieder bei Liberita anlegen, dann in die Great Lakes rein, Servas den Verlobungsring geben, er lässt uns dann die Great Lakes rein und ja, dort dann eben diesen Abschnitt beenden und erst danach geht es nach Yamai. Pikachu versucht zu schlafen. Das ist sehr vernünftig. Gute Nacht, Pikachu. Moment, das ist Lioto. Das ist natürlich die Streitfrage. Ich meine, solange das letzte Giga sich die unterdrücken lässt von ihrer Mediakraft, ist okay. Sollte Giga mehr nach die Folgen sind, dann haben wir Schluss. Ich kann aber deine Meinung vollkommen nachvollziehen. Ja, ist halt so ein Ding. Man sieht das ja schon, also... Der Fokus liegt ja wirklich. Hering in China, die Zombies kommen. Ja. Lauft um euer Leben. Wenn ich dahin komme, dann kann da nichts. Das kann nicht gut gehen. Das kann nicht gut gehen. Nee, nicht Liberita. Ich möchte bitte einmal hier Great L-Punkt. Höhle. Hoi. Ich heiße Heinz. Ich beobachte die Entwicklung der Städte. Ach nee, Moment. Das war jemand anders. Ich heiße Servas. Ich beobachte die Entwicklung meiner Frau. Die kommt nämlich bald. Dieser Ring. Ist dir etwas zugestoßen? Scheinbar ein... scheinbar hat sie das falsche... Ich fühle mich jetzt total doof, wenn ich wieder Stoffwitze machen soll. So, man, ja. Gemein. Keiner gönnt mir Spaß. Das ist unfassbar. Mache ich das so, ist es falsch. Mache ich es anders, ist es wieder falsch. Ach Gott. Ich spiele jetzt einfach so vor mich hin. Ist doch in Ordnung. Und mit Level 25 sollte das eigentlich auch ganz gut gehen. Wenn ich mir das so angucke, Donnerkröten lassen sich zumindest relativ schnell besiegen. Speed erhält Odemkraut. Helmut, Oscar. Ach so, für das Lavitar. Ein männliches Lavitar. Vielleicht triffst du ja Leon und Helena. Was? Ach, Leon. Leon! Oh mein Gott. Ashley! Ich kann mich bei Leon einfach nur... Weiß nicht. Resident Evil 6 hat einfach einen zu geringen Stellenwert bei mir. Als dass ich mich da an Helena großartig orientieren könnte. Ich muss immer an... Also im Zusammenhang mit Leon muss ich immer an Ashley denken. Und natürlich an Ada Schnucki. Aber, naja. Ada Schnucki ist halt mein Schnucki. Ist klar. Da hat Leon nichts zu suchen. Also, bitte euch. Was will Ada auch von dem? Also. Leon ist doch so eine Pflaume. Dup-di-dup-di-dup. Okay, er hatte seine coolen Szenen im vierten Teil, aber trotzdem. Irgendwie sind hier die ganzen Resident Evil-Helden ein ganz klein wenig komisch geworden.
Ein bisschen. Ada, mein Schnucki-Popo. Ja. Ada hat einen Schnucki-Popo. Das stimmt. Einen sehr schnuckligen Schnucki-Popo. Finde ich auch sehr sympathisch an meiner Ada-Line. Was? Der Schatten? Oh mein Gott. Gruselig. Was ist das für ein Schatten? Hilfe! Helft mir doch bitte. Ich dachte, ich hörte etwas. Stell dir mal Ada vor, wie sie Leon schreit. Ja, nee. Kann man nicht. In einer bestimmten Situation? Oh Gott. Ah. Ada Schnucki macht sowas nicht. Nein. Sie ist, ja. Sie ist meine Frau, so. Ja. Ada Schnucki ist meine Frau. Ganz eindeutig. Ich bin verliebt in einen Videospielcharakter. Ja. Ich habe ansonsten kein Leben. Tralalalala. So. Bap, 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 bap. Kannst du bitte aufmachen? Es wäre sehr nett. Das Ding möchte nicht aufmachen. Doch, jetzt möchte ich es aufmachen. Es wollte aufmachen. Es wollte ganz eindeutig aufmachen. Es wollte, aber ich kann jetzt nicht. Ach, ist doch egal. So, ganz links schwimmen. Damit man an die Truhe rankommt. Wenn man das nicht weiß, hat man natürlich auch verschissen. Speed erhält Drachenanker. Hering stellt sich lieber vor, wie Ada Hering schreit. Ja. Der Hering wird wirklich... Ihr seid scheiße. Pupilla prallt auf. Ich mache nie wieder solche Videos, ganz ehrlich. Irgendwelche Sachen herum. Herum. Mir fehlen die Worte. Ist egal. Ich mache lieber Pupillas kaputt. So. Um 1:30 morgens. Was war das hier für ein Weg? Man weiß es nicht. Hier sind Fischis. Hier sind Pupillas. Pupillas können sterben. Das ist toll. So. Noch mehr Viecher. Noch mehr Pupillas. Oh, cool. Yay. Geht doch. Hat absolut nichts gebracht, aber geht doch. Ich weiß jetzt nicht, ob der Weg richtig ist. Ich glaube aber schon. Oh, neues Level. Wunderbar. Level 26 erreicht. KP steckt in 14. Der Level ist wichtig. Frag mich gerade, was für Anmachspruch käme, wenn Tryser Ada gespielt hätte. Try ist da ein bisschen gemäßigter. Nee, Try ist fantasieloser. Also, nee. Jetzt stellt Try hier mal nicht als, ne? Er lacht genauso über meine Witze, also. Nur weil er es nicht ausspricht. Unfassbar. Ich jetzt wieder Depp der Nation bin, oder was? Nee. Ganz ehrlich. Das ist ganz anders. Wenn Kerle zusammen reden, Chippy, ist das sowieso nochmal anders. Und wenn Tryser und ich zusammen reden, dann ist das nochmal was ganz anderes. Also, da würden dir die Ohren schlackern, wenn du wüsstest, was dein kleiner Tryser hier alles so raushauen kann. Mein Trützi. Was ist eigentlich das Max-Level in Terranigma? Ich habe mal gehört, Level 50. Vor kurzem hatte mich mal jemand korrigiert und es wäre irgendwas um die 40 rum oder so. Keine Ahnung. Ich habe es noch nie erreicht, sagen wir es mal so. Also in dem Spielstand, den ich habe. Was für ein Level habe ich da? Level 38 oder Level 39 oder so? Keine Ahnung. Müssen wir dann nachher gleich nochmal beim Auswahlbildschirm gucken. Ja, das ist jedenfalls der Spielstand, wo ich am weitesten mal gegrindet habe. Einfach aus Spaß an der Freude. Aber wirklich aus Spaß an der Freude. Speed erhält Planetenbrecher. Oh mein Gott.
Ich glaube, der wird jetzt sogar einigermaßen ausnahmsweise mal wertvoll, weil ich mir die ganzen Waffen in der Mitte noch nicht geholt habe. Normalerweise wäre es nämlich so, ja, du bekommst das Schiff und dann guckt man sich natürlich überall in der Weltgeschichte um. Und dann reist man auch überall in der Weltgeschichte herum und dann holt man sich eben entsprechend die ganze... Aufgebrochen. Ja, dann holt man sich die ganze Ausrüstung, die eben verfügbar ist. Und es sind einige Rüstungsteile und einige Waffen, die man bekommen kann. Nur noch 27 Zuschauer um kurz vor 2. Ja, nur noch. Noch mehr verlorene Seelen, oh Gott. Leute, wirklich. Ihr müsst das nicht. Wir alle müssten das nicht tun. Nein. Nur weil ich so bekloppt bin, müsst ihr nicht auch so bekloppt sein. Aber man hat trotzdem das Gefühl, dass es vorangeht. Das ist gut. Ja. Ich meine, ich bin jetzt schon in Great Lakes. Wirklich. Es ist nicht mehr viel. Es ist theoretisch nicht mehr viel. Es geht ja noch nach Jamai. Das geht ja relativ fix. Maxi muss gehen. Jetzt geht der Stream bei mir nicht mehr. Bin mal eben Laptop neu starten. Wie? Stream geht nicht mehr. Stream muss gehen. Stream ist sowas von flüssig und gut heute. Glaube ich zumindest. Bin gespannt, wenn ich mir selber nachher angucke, aber egal. Speederheld Drachenrüstung. Ist eigentlich faszinierend, dass es so gut durchläuft, ne? Schnubbi hatte ja zum Beispiel bei Luigi's Mansion Anfang der Woche auch Probleme. Ich hätte gedacht, dass dann auch irgendwann abends bei mir so kleine Probleme auftreten. Irgendwie, keine Ahnung, dass Twitch dann einfach nicht mehr mitspielt. Aber dass es jetzt so mehr oder weniger flott durchläuft, das ist gut. Das ist echt gut. Also wir schimpfen oft über Twitch, aber heute scheint es mal zu funktionieren. Finde ich sehr, sehr schön. Dann ausgerechnet, wenn ich mal streame. Was ja echt nicht häufig vorkommt. Wenn es immer so wäre, dann top. Boing. Man kann es übrigens sehen, auch wenn das Auge einen nicht direkt anguckt, aber man kann sehen, wann die Pupille geöffnet ist und wann nicht. Nur mal so. Man sieht ja, wie sich dieser Augenmuskel schließt bzw. öffnet. Zack, dich kaputt, dich kaputt, dich nicht kaputt, dich ein bisschen kaputt, dich ein bisschen mehr kaputt. Na komm schon. Pupilla. Problem. Oder? Nee, nicht Problem. Ach so. Ah. Ich war mir gerade nicht mehr sicher, wo es lang geht. Höchstens 5 Uhr oder 6 Uhr, wenn es so weit geht. Ja, nein. Hoffe ich nicht. Glaube ich nicht. Wird knapp. Wird eng. Ich hätte es echt nicht gedacht. Ich habe es unterschätzt. Ich habe es definitiv unterschätzt. Es kommt noch Jamai. Es kommen noch die Beruga-Festung. Hitoderon quält Gossi. Das ist schlecht. Tu etwas dagegen. So. Bam. 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 Ein Sternfisch segelt auf Speed zu. Quatsch. Würde er doch nie machen. Bäh, ein Sternfisch klebt an Speed. Verdammt. Bitte, geh weg. Danke. Speed wurde geröstet. So. Zack und zack. Ja. Ein Sternfisch klebt an Speed. Das ist schlecht, was ich gerade mache. Ich nehme zur Sicherheit noch eine Wunderknolle, weil ich lange nicht mehr gespeichert habe. Welche magische Grenze? Hering, mach mal eine Grenze bis 4, dann Schluss. Dann wird es auch wirklich zu viel. Ja, aber wenn ich dann kurz vom Schluss bin, dann ist es auch doof. Ganz ehrlich, das kann ich dann auch bis zum bitteren Ende dann noch durchziehen. Ich weiß, dass es krass ist. Und ich sage die ganze Zeit, dass keiner von euch so lange aufbleiben muss. Aber dann habe ich das Ganze hier wenigstens geschafft. Dann habe ich einen
weiteren Meilenstein erreicht, ja. Weiterer Meilenstein wäre super. Wenn das Ganze dann noch halbwegs etwas Besonderes wäre oder so. Ich fürchte nur, es ist nichts Besonderes. Weil ich dafür eindeutig zu lang gebraucht habe. So, Drachen geholfen. Wieder was trinken. Bis 4, das wäre dann ein 12-Stunden-Stream. So viele von euch schreien immer noch im 24-Stunden-Stream. Und ihr bekommt schon bei 12 Stunden irgendwie, Gossi schaut Speed an. Speed erhält Hornzauber. Obwohl ich mir selber niemals einen 24-Stunden-Stream zutrauen würde. Aus einem ganz einfachen Grunde. Weil ich nicht denke, dass ich dafür fit genug bin. Oder jung genug. Oder verrückt genug. Oder was auch immer. Holerö, ich bin gerettet. Ich heiße Will seit meiner Kindheit. Ich nannte meine Erfindung Flugzeug. Ja, ja, bin abgestürzt und so weiter. Und so fort. Ich habe nie nach einem 24-Stunden-Stream geschrien. Ja, ja. Ich weiß, die normalen Leute haben nicht nach einem 24-Stunden-Stream geschrien. Aber manche halt. Alles umsonst. Hering, mach mal ein Special. Hering, mach mal einen 24-Stunden-Stream. Weil, muss so. Macht man so als Let's Player. Wenn du 24 Stunden streamst, bekommst du einen Keks. Danke. Ein bisschen was anderes könnte es ja schon sein. Finde ich. Schon probiert, Firefox und Safari machen das gleiche. Twitch will dich nicht mehr reinlassen. Das ist schlecht, Maxi. Das Problem hatte ich noch nie. Also, dass Twitch plötzlich nicht mehr funktioniert hat. Wey. So. Blups. Nur kurz was kontrolliert. So, wo segeln wir jetzt hin? Nach Asien. Genau, da war ja was. Jamai. Oh, Pikachu. Was öfters passiert, ist der Chat nicht mehr aktualisiert. Das läuft momentan bei mir aber auch ziemlich gut durch. Also, ich habe hier echt keine Probleme. Bis auf die anfänglichen Probleme, wo Twitch mir gar nicht erlaubt hat zu streamen. Aber, naja. Konnte ich ja zum Glück noch fixen, das Problem. Da hatte ich mir schon Sorgen gemacht, dass das mit dem Stream komplett ins Wasser fällt. Hotel. Hey, hier haben Männer keinen Zutritt, nur für Frauen. Diese Reisen ist plötzlich ganz krank geworden und so. Ja, ja. Selbst wenn ich sterben sollte. Okay. Wir müssen Fighter retten. Fighter retten. Ray. Fighter ist auch eine Amerikanerin. Arzt. Wo ist Arzt? Arzt ist... Ah, nee, nicht hier. Nicht bei Otaku. Bei Otaku müssen wir gleich rein. Aber erstmal müssen wir hier rein. Denn hier ist die Medizin. Genau. So. Hallo, bist du ein Freund des kranken Mädchens? Sie leidet sehr. Ein Fieber, nur eine Wurzel namens Ginseng. 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 Ich brauche auch Ginseng. Bitte. Männerfeindliche Gegend. Naja. Hering, du hast lange keinen Drogen wieder. Ja, ich durfte doch nicht. Das ist doof. So, Otaku. Wenn es Let's Play gewesen wäre, dann hätte es komplett durchgezogen. Aber so ist mir das zu schnups. Was möchtest du? Ginseng. Man sagte mir, dass du ein Kraut hast. Das würde sich jetzt wieder so wunderbar anbieten, ich weiß. Die Farbe tut in den Augen weh. Welche Farbe? Welche Farbe? Ach so, die Farbe. Ja, ich kann deinen Namen auch offen gesagt nicht mehr lesen. Also, dieses Giftgrüne, das ist schlecht. Sehr schlecht. Ich sehe da nur eine giftgrüne Zeile. Ich kann da keine Buchstaben erkennen. Ich gebe dir Ginseng, kümmere dich um Wong.
tust du das für mich? Na klar, du scheinst sehr besorgt, ich werde nach ihm suchen, das tust du. Das ist Ginseng, Speeder hält Ginseng. Ah, mein Mac ist uralt und hat gewisse Macken. Werde ich wohl ins Bett gehen? Kann nicht sehen oder hören. Oh, ich hab Bu. Maxi kann nicht mithören. Scheiße. Der ist bestimmt Magier. Wer, der Otaku? Quatsch. Hotel. Ich brauche meinen Trompetenwechsel. Und ich brauche dringend eine Abkürzung zum Abspannen. Wäre zumindest ganz gut. Aber mit Level 26. Level 26 bin ich ganz gut dabei. Ganz gut. Was soll ich mit dem Ginseng tun? Bring es ihm. Ach so. Ach, ich bin so doof. Hier, Feider, ich bring dir eine Wurzel. Stopf, stopf, stopf. Nein. Wir müssen natürlich aus der Ginseng-Wurzel erstmal noch einen Trank machen oder sowas in der Art. Ja. Ist richtig. Holerö, hier hast du Ginseng. Das wird sie von Versuches.